Ich möchte nun über die regelungstechnische Betrachtung von DC-DC-Wandlern sprechen. Das heißt, wir wollen uns anschauen, wie können wir DC-DC-Wandler als dynamische Systeme modellieren, Regler auslegen, Übertragungsfunktionen ermitteln und so weiter. Bevor wir das machen, wollen wir uns zunächst ins Gedächtnis rufen, was macht ein DC-DC-Wandler? Das heißt, wir haben eigentlich ja die Aufgabe bei DC-DC-Wandlern, dass wir auf der einen Seite eine Quelle haben, ja, hier eine Spannungsquelle UE, auf der anderen Seite irgendwo eine Last. Hier jetzt durch einen Widerstand RL modelliert und der DC-DC-Wandler dient jetzt als Schnittstelle zwischen Quelle und Last, um zum Beispiel die größere Eingangsspannung UE in eine kleinere Spannung UA umzuwandeln. Ja, das heißt, wir haben hier als Steuergröße unser Pulsweiten moduliertes Steuersignal für die Halbleiterschalter, das wollen wir jetzt D von T nennen. Und damit können wir dann in Abhängigkeit von der Eingangsspannung und dem Lastwiderstand den Wert der Ausgangsspannung UA einstellen. Das heißt, tatsächlich ist das Ziel, dass wir eine Energiewandlung vornehmen. In vielen Fällen ist es jetzt so, wir wollen eine Ausgangsspannung haben, die in etwa konstant ist. Selbst dann, wenn sich die Eingangsspannung oder der Lastwiderstand ändern. Das habe ich jetzt hier durch diese Pfeile gekennzeichnet. Das heißt, dass die eigentliche Aufgabe bei vielen DC-DC-Wandlern ist es, eine konstante Ausgangsspannung zu erreichen. Zum Beispiel, wenn wir irgendeine Prozessorschaltung mit 3,3 Volt versorgen wollen, haben wir aber am Eingang zum Beispiel eine schwankende Batteriespannung, weil sich die Batterie entlädt und der Ladezustand deswegen der Batterie ändert. Wir können jetzt hier nicht mit einem konstanten pulsweiten modulierten Signal mit einer konstanten Einschaltzeit den DC-DC-Wandler ansteuern, sondern wir werden eine Regelung brauchen, sodass die Pulsweite des Signals D von T abhängig davon von dem Wert des Lastwiderstandes und der Eingangsspannung angepasst wird, sodass wir eine konstante Ausgangsspannung kriegen. Das heißt, wir können schlussfolgern, in diesem Fall, falls UA konstant sein soll, ist eine Regelung nötig. Das führt jetzt dazu, dass wir den DC-DC-Wandler als Blockschaltbild oder regelungstechnisches System betrachten. Schauen wir uns das als Blockschaltbild an. Das heißt, wenn wir das jetzt betrachten, können wir das im Sinne der Regelungstechnik so umsetzen. Wir haben auf der einen Seite unsere Ausgangsgröße, das ist die Ausgangsspannung UA. Diese wird erzeugt durch die eigentliche Leistungsstufe, die ich jetzt hier als Block eingefügt habe. Diese Leistungsstufe hat als Eingangsgröße einerseits die Eingangsspannung UE, auf der anderen Seite dieses Steuersignal D von T, das heißt ein pulsweitenmoduliertes Ansteuersignal für die Leistungsschalter. Dieses wird generiert durch einen Pulsweitenmodulator vorrein. Letztlich wollen wir ja die Ausgangsspannung regeln auf einen konstanten Wert. Das heißt, so wie in der Regelungstechnik üblich, brauchen wir eine kontinuierliche Messung dieser Ausgangsgröße. Das heißt, wir werden hier eine Rückführung haben über irgendein Spannungssensorelement, wenn wir so wollen, oder ein Messelement. Das ist im Regelfall bei einfachen DC-DC-Wandlern nur irgendwo ein Spannungsteiler. Das heißt, wir kriegen dort eine gemessene Ausgangsspannung, die entspricht unserem Istwert und die wird fortlaufend mit dem Sollwert verglichen, einer Referenzspannung. Das resultierende Signal wird dann auf einen Regler gegeben, zum Beispiel ein PI-Regler, der dann seinerseits eine Reglerausgangsspannung, zumindest bei einem analogen Regler, erzeugt, UC, die wiederum als Eingang für den Pulsweitenmodulator dient, um das Tastverhältnis anzupassen, sodass wir eine konstante Ausgangsspannung kriegen. Das heißt, tatsächlich wird jetzt diese Struktur, wenn wir eine Konstruktion haben unseres Systems, dass wir keine statische Regelabweichung kriegen, so arbeiten, dass die Regeldifferenz am Eingang des Reglers zu Null ausgeregelt wird, wenn wir zum Beispiel einen Integralanteil in dem Regler bzw. der Strecke haben, wobei es im Normalfall hier im Regler sein wird. Und dann wird die Ausgangsspannung ein Vielfaches sozusagen typischerweise dieser Messspannung sein, weil dieses Messelement zumindest für statische Vorgänge wie ein einfaches P-Element wirkt. Das heißt, wir können die Problemstellung dieser Ausgangsspannung konstant halten, auch für DC-DC-Wandler als ein Blockschaltbild darstellen, das heißt regelungstechnisch beschreiben. Das Problem ist, wir können das nicht so einfach mit den Methoden der klassischen Regelungstechnik auslegen, weil
sowohl PWM als auch die Leistungsstufe, wie hier oben angedeutet, nicht lineare Elemente sind. Das heißt, wir haben nicht das, was wir eigentlich in der klassischen Regelungstechnik haben wollen, lineare zeitinvariante Systeme, sondern wir haben eigentlich nicht lineare und zumindest was auch die Leistungsstufe betrifft, ein zeitvariantes System. Wir brauchen also irgendwie ein Modell, um die Methoden der klassischen Regelungstechnik anwenden zu können. Das heißt, die Fragestellung wäre jetzt hier, wie ist denn ein Regler zu dimensionieren? Wie verhält sich das System dynamisch? Das heißt, von welcher Gestalt sind die Einschwingvorgänge, die wir in diesem System kriegen? Und idealerweise führt das darauf, dass wir sozusagen eine Modellbildung haben, dass wir die Methoden der klassischen Regelungstechnik anwenden können.